Hallo liebe Leute, heute wieder mal was relativ Spontanes. Wir schauen uns heute ein Facebook-Video an von Martin Rutter und der hat nämlich Betonteile von der Asfinag neben der Autobahn entdeckt und jetzt ist er was Großem auf der Spur. Ich bin Eszendenzer, willkommen in der Welt der Verschwörungstheoretiker. Ich bin ausreichend qualifiziert, damit zu reden, weil ich war mehr einer. Liebe Leute, ich befinde mich da gerade auf der Autobahn. Es ist etwas windig, wie man sieht, und ich möchte euch etwas zeigen. Schaut euch das einmal an. Betonleitwände, Betonschutzwände oder auch Betonrückhaltesysteme? Das sind Straßensperren. Na, das sind keine Straßensperren, das sind Betonschutzwände, ja, und Straßensperren schauen bei uns immer nur so aus, falls du noch nie eine gesehen hast. Straßensperren, die mir aufgefallen sind, als ich da irgendwann einmal, wie üblich, quer durch Österreich herumfahrend unterwegs war, wurden die in der Nacht angeliefert. Es hat sich jemand erlaubt, Betonteile irgendwo hinzuliefern, und das auch noch in der Nacht. Das ist natürlich der Beweis, dass da ganz finstere Dinge vor sich gehen. Das erinnert mich ein bisschen an die Claudia Zimmermann, die fährt auch gerne mit dem Auto durch die Gegend und entdeckt dann Sachen. Ja, die entdeckt wenigstens spannende Sachen. Ja, Mobilfunkmasten und so. Du entdeckst Betonteile, ist auch schön. Aber jetzt bin ich gleich gespannt, wo die das hinführt und für was das der Beweis ist und was überhaupt, um was das überhaupt geht bei dir. Bitte, bitte zeig's uns. Die wurden hergestellt. Ich zeig's euch jetzt einmal. Ah, okay, das ist spiegelverkehrt, ich werde es umdrehen. So, wurden hergestellt 13.05.19, 8.01.2020, 7.01.2020. Und das ist jetzt genau der Beweis für was? Betonteile wurden zu einem gewissen Datum hergestellt und wurden zu einem gewissen Datum geliefert, das dazu nur in der Nacht und du hast es entdeckt. Bitte erklär uns, was du auf der Spur bist. Bitte, ich kann es nimmer erwarten. Jetzt fragt man sich, warum? Jetzt habe ich ungefähr hochgezählt. Also es sind ungefähr 600 Stück Straßensperren, die eine gewisse Länge haben. Insgesamt sind es einige Kilometer, wahrscheinlich circa 5 Kilometer Straßensperren. Wenn wir jetzt einmal kurz annehmen, dass die Zählung richtig ist und da wirklich 600 von diesen 6 Meter langen Teile herumliegen, die Länge ist nämlich auf den Plaketten draufgestanden, zu deiner Information, ja, dann ergibt es 3,6 Kilometer Betonleitwände, nur so nebenbei. Warum also hat man neben der Autobahn 5 Kilometer Straßensperren da aufgebaut? Die sind da nicht aufgebaut, die liegen da nur zur Lagerung, nämlich genau so lang, bis der Polier von der Asfinag auf seiner Baustelle steht und sagt, hey Sepp, ich brauche halt ein paar Betonleitwände, holst mir welche? Und dann sitzt sich der Sepp ins Auto und sagt, ja passt Chef, ich hol dir ein paar Betonleitwände. Dann fährt er zum Lagerplatz XY, holt Betonleitwände, fährt zur Baustelle zurück und baut sie auf. Sowas ist vollkommen normal seit Jahrzehnten. Ja. Das ist mir sofort als erstes aufgefallen, wie ich einen Führerschein neu gemacht habe vor über 20 Jahren, dass da Lagerplätze gibt mit so komischen Betonteilen. Ja. Hab mir auch zuerst gewundert und mir gedacht, ah, okay, da liegt der Beton herum. Warum liegt hier Beton rum? Hab mir gedacht. Das ist vollkommen normal. Ist dir das noch, hast du sowas noch nie gesehen? Bitte, Gorsche. Das gibt's ja nicht. Und jetzt witterst du die große Straßensperrenverschwörung? Ja? Und jetzt auf einmal, oh, der Beton ist böse, der Beton ist so böse, das sind alles Sprachen. Könnte es sein, dass diese ganzen Bezirksabsperrungen, die man jetzt macht, irgendwann einmal in Straßensperren bei Autobahnen münden sollen? Nein, das kann nicht sein. Das hat nämlich überhaupt keinen Zusammenhang. Ich habe da schon gesagt, wie Straßensperren bei uns normalerweise ausschauen. Der durchschnittliche österreichische Autofahrer hält sich an der Straßensperre, da brauchst du keine Betonwand, um einen Panzer aufzuhalten, sondern da tut es ein Plastikschüttel. Das ist ein billiger als so eine Betonwand, sage ich da. Und was soll das überhaupt bringen, wenn man die Autobahnen sperrt? Dass die ÖBB wieder ein Geschäft macht oder die Leute wieder mit dem Zug fahren oder wie? Ist das möglich? Kann es sein, dass da gibt es ja solche Pläne, die im Internet kursieren, Schritt 1, Schritt 2 und da steht irgendwo Straßensperren und Autobahnsperren drauf?
Ah, die geheimen Pläne, die durchs Internet kursieren, die durch stille Post entstanden sind, keiner weiß mehr genau wie. Und jetzt denkst du, du, Mann, das kursiert ja durchs Internet, das muss ja einfach wahr sein. Ist das deine Herangehensweise an ein Thema, wenn du was recherchierst, oder ist da vielleicht nur ein bisschen mehr dahinter? Hey, bitte erklär's uns. Ich habe jetzt diese Geschichten im Internet sein, man soll ja da nicht alles glauben, aber vieles von dem trifft Schritt für Schritt ein. Die Bezirkssperrungen sind auf diese Zettel, die vor Monaten schon veröffentlicht worden sind, schon draufgestanden. Ja, du versuchst das eh zu relativieren. Ja, man soll nicht alles sie glauben im Internet, aber, ja, meine Oma hat einmal gesagt, alles, was man vor einem Aber gesagt hat, gilt nicht, ja. Und diese Zettel, die sich die Leute gegenseitig ins Briefkastel stecken, das ist eine physisch manifest gewordene Echokammer, ja. Irgendeiner ist vollkommen paranoid und denkt sich irgendwas aus und der nächste kriegt es, ist vielleicht auch ein bisschen paranoid, denkt sich dann, das ist die Wahrheit, der macht dann wieder Zettel und steckt es dem nächsten ins Briefkastel und dann kommt es zu dir und es ist ja alles wahr geworden und arg und schlimm und bitte um Quellenangabe. Einfach kürzen wir das ab, bitte um Quellenangabe. Das darf mich echt freuen. Danke. Sehr, sehr interessant. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das nächste Mal da vorbeifahre, ich habe nämlich vergessen, wo es genau war, es ist in der Nähe von Graz, habe ich gedacht, dann muss ich da her und muss darüber ein Video machen. Wofür braucht man hunderte Straßensperren in der Nähe einer Autobahn? Um Autobaustellen abzusichern, Mau, das ist so mühselig. Wow. Und die sind ganz neu. Man sieht es ja auch am Beton. Es ist ein sehr heller Beton. Die stehen seit ganz kurzer Zeit da. Das kann aber jetzt echt kein Zufall sein. Oder du hast das beobachtet in der Nacht bei der Anlieferung und jetzt kommst du drauf, die stehen erst seit ein paar Wochen noch und Beton braucht halt ein paar Monate in der Witterung, bis er sich ein bisschen verfärbt, vielleicht sogar Jahre. Das sind ganz neu, das ist der Beweis, ja. Die, was bei mir vor der Haustür auf der A8 stehen, ne, die sind ein paar Jahre alt, ja, und die sind auch nicht recht viel dunkelgrauer. Vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. Und warum hat man die dort schon vor 5 Jahren ausgeliefert? Hat man sich da schon auf die Straßensperren vorbereitet? Was ist mit denen, die ich schon vor 10 Jahren an anderer Stelle gesehen habe? Waren die auch ganz neu, vielleicht damals, und man hat sie jetzt 10 Jahre da stehen lassen, weil da jetzt gerade mal kein Baustein war in der Zwischenzeit. Alter Vater! Wenn man Bezirke absperrt, könnte man vielleicht auch hergehen und irgendwann einmal Autobahnen absperren. Warum? Zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt natürlich Spekulation, ja, ich kann das jetzt nicht beweisen, wir werden ja sehen, ja, wir werden es ja sehen, aber. Ja, das Warum würde mich auch interessieren und weißt du sagst, das ist Spekulation. Das ist nicht einmal Spekulation, das ist einfach ein Buchstabensalat allererster Güte. Ich habe sowas schon lange nicht mehr gehört. Spürst du freies Assoziieren und jetzt triffst du auch noch eine Vorhersage, nämlich dass das sicher eintreten wird. Ich halte dagegen, das wird sicher nicht eintreten. Ja. Du siehst das jetzt dann als zukünftigen Beweis, dass du es richtig gemacht hast und dass du richtig gelegen bist. Ich bezweifle das. Ja. Wir werden sehen. Wenn das wirklich so ist, dass diese Straßensperren auf Autobahnen eingesetzt werden und diese Straßensperren teilweise schon Ende 2019 und Anfang 2020 produziert und vor 2, 3 Wochen hier hergestellt wurden, dann würde das ja heißen, dass man auch die Straßenbahn- und Autobahnsperren von langer Hand geplant hat. Die Produktion von sowas dauert seit Zeit. An Scheiß dauert Betonfertiggussteilherstellung irgendeine signifikante Zeitspanne. Die werden seit über 30 Jahren am Fließband hergestellt. Es gibt spezialisierte Firmen dafür. Und du hast noch nie ein Lager von Betonleitwänden gesehen in deinem Leben und denkst jetzt, hey, das ist seit 1 Jahr produzieren die diese Absperrungen auf Hochtouren, damit es bald was ab. Warum haben es 1995 nicht alle Autobahnen gesperrt? Die haben damals schon genug Betonleitwände gehabt, um ganz Österreich abzuriegeln. Also argumentativ wird das echt schwierig mit dir. Wo führt uns das noch hin? Bitte, Gorsche, komm, sag's uns.
Man darf also durchaus einmal drüber nachdenken. Ich weiß natürlich nicht, wir werden sehen. In ein paar Monaten werden wir sehen, ob die Straßensperren eingesetzt werden. Aber spätestens dann wissen wir, wenn es so ist, dass das alles von langer Hand geplant sein muss. Denn anders ist es schlichtweg nicht zu argumentieren. Damit, jetzt drehen wir es wieder um, damit wir es schön sehen. Anders ist es schlichtweg nicht zu argumentieren. Wieso hunderte Straßensperren hier seit ungefähr 2 oder 3 Wochen stehen, die schon länger produziert wurden. Na schön, dann haben wir ja in ein paar Monaten schon den Beweis, dass du ein vollkommener Dampfplauderer bist. Und anders kann man das nicht argumentieren. Da möchte ich jetzt kurz einmal ein paar Argumente bringen. Ich beschränke mich auf 3, damit ich nicht stundenlang so weitermachen muss. 1, 2, 3. Und so kannst du noch weitergehen, stundenlang. Es gibt genug Fotos davon, wie Betonleitwände als Betonleitwände im Straßenbau eingesetzt werden. Ja, jetzt kapier das einfach bitte endlich einmal, das gibt's ja nicht. Merkt euch eines, wenn es zu Straßensperren und Autobahnsperren kommt, erinnere dich an dieses Video. Und dann weißt du hundertprozentig, dass diese Dinger, die du jetzt gesehen hast, dass das produziert wurde Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres und dass das alles dann auch langfristig geplant sein muss. Ja, passt, ausgemacht. Wir sehen uns dann, ich freue mich schon. Und für all jene, ich habe schon einmal gesagt, ich habe es auch beim Fellner gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, gesagt, unabhängiges Medienprojekt. Der Arbeitsname ist wahrhaftige.news. Das wird sich noch ändern. Wir werden da mit mehreren zusammenarbeiten. Das ist nicht nur ein Projekt von Martin Rutter, der da glaubt, er macht jetzt da irgendeine Webseite und schreibt irgendwas. Nein, das ist ganz anders geplant. Das ist sehr professionell geplant. Sehr, sehr professionell, um genau zu sein. Wahrhaftige News. Hey, danke, dass du uns mal so ein Loch außer hast am Schluss. Das war echt noch Sektenwerk an, was du da ankündigst. Und zweitens, in einem vollkommen unprofessionellen Facebook-Video, in dem du vollkommen unprofessionell vollkommene Schwachsinnsinhalte verbreitest, anzukündigen, dass du jetzt ja voll professionelle Projekte machst und das voll professionell geplant ist, ist vollkommen unprofessionell. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Mir reicht es heute schon wieder mal ganz massiv. Bitte lasst mal ein Like da oder ein Abo oder teilt meine Videos, wenn es euch gefallen. Es hat mich voll gefreut. Pfiat euch!